Das ganze Hotel ist ein riesiges Gebäude mit unterschiedlichen Ebenen. Das ist auch in den Hang reingebaut. Und da gibt es dann einfach lange Aufstiege sozusagen. Also alles berammt und kleine Stufen. Überall liegen diese kleinen Rampen, die diese ein, zwei Stufen überwinden. Hier sieht man einen Stock, der hängt hier auf diesem Haken und ist dafür da, damit die Kleinwüchsigen locker drücken können. Auch außen sind an allen Liften diese Stöcke angebracht. Ich zeige euch jetzt mein Zimmer. Das ist eines der, weiß ich nicht, ich glaube vier, fünf Rollstuhlzimmer haben sie. Der Gang ist ja, ganz breit. Man kommt dann direkt ins Zimmer. Hier gibt es ein großes Doppelbett und eine Doppelcouch, also so ein Minisofa, dass man ausziehen kann, beide Enden. Wir haben es jetzt so gemacht, dass der Assistent auf dem schlaft und ich der Kleinere von uns beiden bin, im großen Bett. Ja, man sieht, Nachtkasten, Lämpchen, so unglaublich schicke Kunst gibt es auch in den Zimmern. Was ganz fein ist, es gibt auch einen Balkon. Das ist jetzt der Blick raus in den Gang. Hier gibt es noch einen begehbaren Wandschrank. Mit dem Rollstuhl kommt man noch nicht rein, aber ist okay. Es gibt einen Flachbildschirm mit allen deutschen Hauptsendern. Ein Kühlschrank ist im linken Kasten, es ist alles da. Ein Schreibtisch, zwei Sesseln. Und es gibt sogar so ein Beistelltischchen. Machst du mal die Tür auf dem Balkon? Da sieht man, wie hoch die Kante ist. Sie geht ungefähr bis zum Knöchel vom Fuß. Das heißt, es ist schon eine große Stufe. Mit dem Rollstuhl ist es wahrscheinlich schwierig, da rauszukommen, beziehungsweise man würde wahrscheinlich diese Kante hier schnell kaputt machen, wenn man mit dem E-Rolli drüber fährt. Man sieht von meinem Fenster aus nicht nur die wunderbare Landschaft, sondern auch auf die Hessenhalle und die Teiche. Alles gehört zum Hotel dazu. Und in der großen Hessenhalle ist auch heute Nacht am letzten Abend der bunte Abend, der sozusagen der Abschiedabend ist. Und am See unten gab es das Lagerfeuer und Kinderprogramm ist eigentlich in der ganzen Gegend. Jetzt kommen wir ins Badezimmer. Es ist jetzt nicht das größte Badezimmer für Rollstuhlfahrer, das es im Haus gibt, aber es geht sich aus für mich. WC ist okay, Waschbecken kann man auch ranfahren. Und die Dusche. Ich habe mir einen Gartenstuhl aus dem Balkon reingestellt und zum Sitzen. Und ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Ist durchaus ein brauchbares Badezimmer. Alles in allem kann man sagen, das Hotel hat sich über die Jahre, und soweit ich weiß, gibt es das Treffen hier schon wirklich sehr lange. Manche von den Kindern sind als Windelkacker schon hierher gekommen und sind jetzt mit ihren eigenen Kindern hier, beziehungsweise fahren selbst ein Auto her. Das Hotel hat sich darauf eingestellt. Man sieht es an den ganzen Rampen und Liftsteckerl, wobei das auch anscheinend nicht so gern gesehen wird, beziehungsweise hätten die Veranstalter des Forums gerne gesehen, dass das Hotel langsam aber doch umbaut beziehungsweise sich anpasst, weil diese Stöckchen halt doch mal behelfsam, also bei dem Umfang und dem Ausmaß an Geschäft, was die hier bringen. Ich glaube, es sind über 500 Gäste auf einmal für 4 Tage. Ist schon ganz schön was. Und das seit 20 Jahren oder so. Na, 26, glaube ich. Es ist das 26. Treffen. Ja, es ist am Arsch der Welt. Das heißt, es gibt das Hotel und das Programm hier und damit hat sich's. Man kann nirgends einkaufen gehen, man kann nirgends raus, es ist
Ja, abgeschnitten. Für ein paar Tage. Okay, aber meine Vorstellung von Urlaub ist es nicht. Wer einen ruhigen Urlaub mal in Deutschland in einer wunderschönen idyllischen Gegend verbringen möchte, als Rollstuhlfahrer, der soll im Hessen Hotelpark Hohenroda anfragen für ein Zimmer. Das ist wunderschön. In unmittelbarer Umgebung, so ein Auto, 20 Minuten oder so, gibt es anscheinend ein cooles Gebirge, weil die ganze Gegend hier ist ausgehöhlt, Abbau, ich glaube Salzabbau oder so. Oder Kalkabbau, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall 900 Meter unter uns ist alles hohl. Und den Auswurf daraus, den haben sie in der Gegend verteilt. Und das sind weiße Gebirge. Muss sehr cool aussehen. Und man kann auch rauffahren und sich dort dann kilometerweit die Gegend anschauen. Das dürfte aber auch schon das Spannendste sein, was man hier machen kann. Gut, ich werde mich heute noch in den bunten Abend werfen und morgen um 9 rum geht's wieder.